I'm not crazy. My reality is just different from yours. Have fun. Oh mein Gott! Hey Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Eins, wo ich gerade voll Bock drauf habe, auch wenn es schon, ja, zwischen, ja, 3 Jahre alt ist. Komm, nee, 4 sogar schon. Oh mein Gott! Und wir fangen an. Ja, Black Sands erstellen. Ah, da sitzt da schon der Kleine. Ich werde auch nicht viel, allzu viel sagen, die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen, aber ich hab mir die ganze Zeit vorgenommen, ich werde irgendwann dieses Spiel spielen. Jetzt habe ich voll Bock auf dieses Spiel und jetzt werden wir es zusammen spielen, nachdem Siberia beendet ist. Und, ja... Go, go, neues Spiel. Ging schon gut los. Du kannst Leuten Hausarbeit abnehmen und wirst dafür belohnt. Oh. Interessant. Ja, scheinbar ist bei der Geburt des kleinen Lucius doch nicht alles so reibungslos gelaufen, wie man vermutet hat. Was ich immer so faszinierend finde an solchen Filmen oder Spielen, ist immer, wie einfach die sich durch die Hand schrapsen. Also, irgendwie, als würden sie das nur angucken und zack, oh, blutet. Upsala. Eieieiei. Ladet aber ganz schön lange. Ah, da unten ist ein Strich. Oh mein Gott, da unten ist ein Strich! Ah! Ich bin ein bisschen überdreht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich gerade gegessen habe, weil es kommt langsam so das Ganze in den Blutkreislauf und die ganzen Nährstoffe kommen in den Körper. Und ja, mich jetzt gerade ein bisschen überdreht. Ich will noch ein, dass ich noch Guinness im Kühlschrank habe. Hm, nicht jetzt. Das wäre es dann noch betrunken aufnehmen. Ich glaube, das wäre bei dem Spiel aber auch schon egal. Boah, Alter, jetzt. Was meine? Ah, cool. 6. Juni 1972. Kalt wie die Hölle. Wird es kalt? Alles klar. Halte zum Überspringen, Leertaste gedrückt. Ich will aber gar nicht überspringen. Oh mein Gott, wir machen ein heidnisches Ritual! Nee, vorhin Geburtstag. Dageschlichen. Was ist der Butler? Stimmt, der Butler aus Tomb Raider. Ich will auch mitspielen! Eine Tür. Eine Tür. Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Das ist mein Junge. Sieht glücklich aus. Sehr gut. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wär's gestern. Schon so glücklich. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Später am gleichen Abend. Bin schon dagegen. Sorry, ich bin gerade schwierig ins Mikro. Hallo, Mary. Du schaust aber glücklich aus. Das muss ja ein Traumjob sein für dich, so wie du ausschaust. Warum müssten wir eigentlich so rausgeputzt? Oh. Nice. Schon irgendwie immer ein bisschen unzufrieden. Das ist ja wohl. Etwas flüstert uns zu im Dunkeln. Es verlangt etwas. Wer ist dieser Mann? Und warum trägt er eine Maske? Warum liegt hier kein Stroh? Und was macht der da? Er zeigt mit dem Finger auf etwas. Die Tür ist zu. Er ist ein Telepath. Es ist vor 10 Uhr. Mach dich Bett fertig. Ja, vielleicht. Okay. HUD-Anführung, ja, was auch immer das ist. Alles klar. Entdeckungsanzeige. Aktuelle Fähigkeitsstufe. Aktuelle Machtstufe. Wir sollten uns eine Brille be... Ah, jetzt sehen wir wieder was. Benutze deine Maus, um dich umzusehen und dich zu bewegen. Um das Vorhängeschloss vom Tisch zu nehmen, drücke Maus 1. Oh, das ist ein Vorhängeschloss. Ich habe ein Vorhängeschloss. Da ist eine Tür. Da war die Tür. Das ist das Vorhängeschloss. Da ist jetzt zu. Der Kühlraum ist nicht kalt genug. Warum ist er nicht kalt genug? Was haben wir hier noch so? Geil! Juhu! Wieso ist der Kühlraum nicht kalt genug? Warte, wir können in Zeitlupe in Richtung Kühlraum gehen und da ein bisschen nachkühlen. Lass dir Zeit, Junge. Hallo, lass mich jemand raus. Weinen bringt dir jetzt auch nichts, meine Süße. Cool, ging ja schnell. Wir schauen immer noch nicht zufrieden aus. Wir schauen voll unzufrieden aus, was ist denn los? Oh, das ist eine Krähe. Hallo Krähe. Na, wie wär's mit uns? Es sind gerade 8 Minuten vorbei beim schon ersten umgebracht läuft. Wow! Was ist das denn für eine Psychopathen-Uhr, hey? Vor der hätte ich Angst. Man kommt hier jede fucking Stunde raus. Bedienstete auf Eis. Aber sie sieht heiß aus. Gott! Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes. Dante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind, ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Alter, was ist das für ein Pädophiler, dass der uns beim Schlafen fotografiert hat? Hat er eine Cam aufgestellt oder was? Jetzt noch. Decken werden auch voll überbewertet. Lucius. Einige Leute haben einen schwächeren Geist und können manipuliert werden. Was ist denn jetzt los? Boah, Alter! Es ist Sommer! Sommer, Sonne, Sonnenschein! Draußen ist so heiß, dann brennt die Bude! Woo! Was ist denn hier los? Oh, süß mit Bärchentapete! Was ist denn Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung, du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen. Dunkelt siehst du gleich viel besser aus. Das Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Oh, süß. Für makaber. Wähle Objekt ist dann im Inventar. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Ausgezeichnet. Ah, okay. Ich sollte das Feuer geschlossen haben. Und sieh nur, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. So ein schlauer Junge. Eine Taschenlampe. Wir haben kombiniert. Voll cool. Lucius, du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Ah! Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen. Warum blinzelst du nicht? Der grinst genauso komisch wie wir. Mal hinter dich vom Papa. Wenn dich jemand erwischt hat, kannst du sein Gedächtnis löschen und er wird alles vergessen. Ja, die 40er, die waren schon immer ziemlich am Boden herumliegend. Jetzt haben wir scheinbar auch Daddy kennengelernt. Der hat uns einen Auftrag gegeben und jetzt eine Taschenlampe geschenkt. Wie cool! Ich bin schon immer gewünscht, eine Taschenlampe und Batterien und wir dürfen die auch noch selber einsetzen. Deshalb passen wir an Weihnachten. Noch diese dramatische Musik. Was haben wir denn hier? Ich sollte mir vielleicht was für die Ladezeiten suchen, wenn die wirklich so lange bleiben. Oh, was nehmen wir denn da am besten? Ich habe hier nichts Spannendes. Ich hätte mir vielleicht irgendwas besorgen sollen. Ich wusste nicht, dass das so lange dauert. Ah, jetzt aber. Was ist denn hier los? Wackel, wackel. Okay, wir dürfen nicht erwischt werden. Laufen mit Shift, okay. Öffne die Karte mit M. Ach, das ist aber süß. Ja, moin! Ah, das ist so abstrakt, hey. Das ist so konfus. Die offen. Hallo! Hier ist nur ein kleiner Junge, der eine Runde nachts spazieren geht. Okay, da kommen wir nicht raus. Hallo? Müssen wir noch mal hin? Ach, wir müssen zur Treppe. Ich bin zu weit gelaufen. Guck, guck. Ich glaube, da war gar keiner. Okay. Glück gehabt. Treppe? Nee. Ah, ein bisschen... Gästeraum. War falsch. Da ist eine Tür. Oder komme ich von da? Nee, ich komme von... Alter. Das ist das verrückte Labyrinth hier drin. Nee, ich muss da zurück. Da muss ich lang. Ah, durch den Raum zur Treppe. Ah, alles klar. Hier ist die Treppe. Bitte dich verkreuzen, sie schwächen dich. Wo ist so ein Mistding? Hä? Wo ist so ein Mistding? Sehe ich nicht. Da können wir nicht rein. Dining Room, was ist hier? Ist hier noch jemand? Hallo? Wir müssen dann einmal durch den Raum durch. Wow. Ich bin jetzt mit den Schubladen. In die Küche. Muss ich da nicht rein? Ne, ich bin ganz falsch. Ups. Das ist eine Vase. Da ist was. Ist das Küche? Das sieht nach Küche aus. Das sieht gut aus. So. Steckst du mal ein? Danke. Telekinese. Woo! Guten Morgen, liebe Welt! Das ist so makaber. Oh, Kopfschmerzen von Makabertheit. Detective MacGuffin. Was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen Ihres Alters. Natürlich. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Natürlich. Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen es uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Wieso tragen die eigentlich jeden Tag das Gleiche? Gab es da irgendwas, Set im Sonderangebot? 12. Juli, die 72, Rauchen tötet. Oh, da wurde was geschrieben. Guten Morgen! Und wir schauen wieder so begeistert desinteressiert hier. Unglaublich. Rauchen tötet also, was du nicht sagst. Was ist das denn? Oft dich an Alkohol zu vergreifen. Weißt du, wie früh es ist? Viel zu früh wäre Alkohol. Und du hast dich irgendwie falsch... Deine Haare nicht richtig gemacht. Was? Welchen Friseur warst du denn? Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ja. Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause, ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Lass dir Zeit dabei. Aktualisierung im Notizbuch. Ich habe das Vorhängeschloss geholt. Am besten in die Tasche damit es niemand sieht. Vielleicht ist es noch nützlich. Vaters Kollege Jean. Er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es, wenn er im Esszimmer raucht. Ich bekomme dann Kopfschmerzen. Aber ich glaube, Jean wird der Nächste sein. Ach, wir sind so ein braver Junge, sind wir so ein braver Junge. Ich mache alle Türen zu. Ist im Kopf gegen die Türklinke. Oh, kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Geh doch nach unten und sieh fern oder so. Dürfen wir Fernsehen gucken? Voll cool. Oh, mal. Wo ist dieses Mistding? Gestern hat es uns genervt. So, was machen wir jetzt? Oh, wir müssen spazieren. Mami! Dein Lieblingskind ist hier. Mami! Meine Nase juckt. Ah! Warum juckt die endlich mal beim Aufnehmen? Ist doch kacke. Mami! Wer bist du denn? Du bist unser nächstes Opfer. Deckungsanzeige. Ist ja schon wieder ein kurzer Fix. Was ist das Scheißding? Oh, hallo, du schönes Ding. Klavier, du kannst ohne Werkzeug nichts ausrichten. Die Pedale haben 1,5 Zoll Schrauben. Okay. Da hat das Scheißding. Je! Drecksteil. Auch kein Mensch, ey. Wo ist eigentlich Mama? Mama! Wo bist du? Mama? Ich brauche ein Werkzeug. Ich weiß ja nicht, was wir dann mitmachen, aber Werkzeug klingt auf jeden Fall schon mal gut. Da dürfen wir nicht rein, dürfen wir noch nicht rein. Mami, wo bist du? Ich brauche Werkzeug. Ich mach gleich mal die Türen zu. Wer das? Wo hat er sein Werkzeug hingeräumt? Was ist das? Ich will mal den Schraubenzieher ausleihen. Danke. Ich glaube, das hat er sowieso nicht gesehen. Schaut gut aus. Oder wurden wir gesehen? Ist der Zeit. Was geschehen? Ich kriege Kopfschmerzen davon. Das kann ich verstehen. Leute, die meinen, sie müssen irgendwie rauchen, ist echt nervig. Achso. Kann ich es nicht benutzen. Hast du doch den falschen Schraubenzieher geklaut, oder was? Kommen wir nochmal ins Inventar, das ist das Schraubendreher, damit könnte man etwas kaputt machen. Ja, finde ich geil, aber kann man es gerade schlecht machen. Na du Schratz, Drecks. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Warte mal, Rauchen kann tödlich sein. Ich hab das... Boah, das ist schon so lange her. Wie geht's in der Schule? Na klar! Mein Gott, ich bin so ein Vollidiot. Da war ja was. Ich glaube... Komm ich denn da nicht rein? Verdammt. Ach, da will ich ja gar nicht rein. Ich will da rein. Ich will in die Küche. Denn... Ich glaube, wir müssen das hier manipulieren. Genau. Sehr gut. Und dann müssen wir in einem unbeobachteten Moment, glaube ich, die Streichhölzer klauen. Hör auf, herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. So. Ich habe noch keine Hausarbeit bekommen, was soll ich machen? Ich habe die Streichhölzer von Jean gestohlen. Jetzt kann er seine Zigaretten nur noch im Ofen anzünden. Ich sollte eine Art Falle stellen. Der Ofen verfügt über ein System, das verhindert, dass Gas entweicht. Ich brauche dafür irgendein Werkzeug. Der Ofen ist manipuliert und Jean hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Kann passieren, ja. Soll's geben. Kinder sollen wachsen. Vorhin die Steckdose. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Welche Streichhölzer? Keine Sorge, Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Das glaube ich auch. Zusammen mit ihrem Mann. Ach, ja, gut zu wissen. Sag mal, hast du irgendwas in... Hier ist ein bisschen komisch, Mami. Alles okay bei dir? Liebling, lass bitte deinen Vater heute in Ruhe. Jean ist da und sie haben... Ich habe nicht einmal zugesehen. Oh oh. Wieso zur Hölle zündet man sich eigentlich eine Zigarette an einem fucking Ofen an? Woo! Stimmung! Oh mein Gott! Wir haben uns reingeportet, dass dann unsere Mutter gesprochen hat. Hm? Doppelmord. Woo! Und wir sind stärker geworden. Läuft. (26 Minuten, 2 Leute sind tot. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Jean war mein Wahlkampfleiter, seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen, also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, an einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Läuft. MacGuffin. Lucius, wenn du Gespräch aufmerksam lauscht... Oh, Papa will wieder was von uns. Aber was er von uns will, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.